Die letzten Minuten nehmen wir jetzt mit, plus Nachspielzeit. Ich denke, es sind eine lange Nachspielzeit. Oh, Leute, die letzten Minuten waren richtig spannend jetzt hier. Was macht denn der Mücke denn da? Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Die sind verrückt! Nach 0-2 für Paderborn. Ach du grüne Neune, das gibt es nicht. Derry John Merkin, ein Riesenfehler. Das kann nicht sein. Also ich sag's mal so, ein Spieler wird auf jeden Fall auf Schalke erstmal nicht so beliebt sein. Nämlich die Nummer 5, Derry John Merkin. Das ist doch unglaublich. Ich hoffe, die Kunden das Feuer wiederholen. Die Arschlöcher da. Und den eigenen Sieg gebracht von Derry John Merkin. Ich werd verrückt. Ja, hallo, mach doch. Danke. Ihr könnt euch den Arsch mit abgeschnitten, euer scheiß Linkstrikot. Mann! Ja. Ja. Hey. Ich hab nichts verbraucht, wenn ich verpfeifen bin. Oh, Ecke, ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Immer noch 1-0 und 1-1 auf den anderen Plätzen. Riecht nach Abseits, ist es aber nicht. Zeit. 8 Minuten. Leute, 8 Minuten noch Zeit. Merkin, du hältst dich jetzt mal da raus, ja? Oh. Oh, hey, oh, hey.
Schalke 04, FC Schalke 04, FC Schalke 04. Ole, ole, schi. Ja! Jetzt ein viertes für uns, bitte. Zeit ist ja noch. Schalke, 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 Schalke. Ja, da vorne! Ja, ja! Ungefähr noch. Schalke!
war noch einmal einer da dran. Schalke. Aber ich sag mal so, es wird nicht. Es wird noch ein bisschen draufgelegt. So. Dani, was machst du da? Für Paderborn. 7-4 das Eckenverhältnis. Schalke Leverkusen lässt grüßen. Haben wir nochmal wieder ein Drama. Aber ja, es ist irgendwie still hier. Also niemand ist. Na gut, also jetzt fragt man sich, wer hätte bessere Gewinner? Schalke 2-0 geführt, 2-3. Und dann noch am Ende 3-3 noch gemacht. Da muss man sagen, am Ende dann doch glücklich einen Punkt geholt und aber auch leider zwei leider verschenkt. Und die Paderborner, die können halt auch halbwegs froh sein.
0-2 zurück, 3-2 geführt und am Ende dann leider 3-3 gekassiert. Aber auch von Paderborn. Semi, toller Spiel. Was habe ich ja gesagt? Schalke und Paderborn ist meistens, na gut, noch nicht so torreich, aber Spiele mit Paderborner Beteiligung ist meistens okay für krasse Immunität. Jetzt kommen wir. Aber auch für solche Spiele bin ich meistens auch hier. Es muss sich immer schön locker spannen und so. Es muss aber Achterbahnmäßiges vorgehen. Und dieses 3-3 nochmal gezeigt, der Schalke Friedrichshain-Dornhusen erlebt immer wieder neue Spiele. Und dann erlebt er so ein Spiel, was er, glaube ich, ja, schon etwas getrübt, sag ich jetzt mal genießen. Sei mir den Platz in der Gruppe. Also nochmal so zum Mitschreien. Der Torschütze zum 1-0 per Elfmeter. Die 19 Kenan Karaman. Kenan Karaman. Fußball. Und der Torschütze zum 2-0. Die Nummer 11, Brian. Brian. Und der Torschütze zum 3-3. Kurzer Schuss. Wichtig, wichtig. Die 42. Keke. So. Keke. So. Endstand Schalke. Nein. Paderborn. Danke. Bitte. Glück. Und auf Schalke. Die untergehen, zeigt mir den Platz in der Gore, wo alle Schalken.
Abend stehe ich hier zusammen in der Kurve, dann wird auf Schalke nie untergehen. Okay, so, so, wir sind wieder hier. Also, Schalke 3, Paderborn 3, ein wildes, spektakel, verrücktes, krasses und unglaubliches Spiel am Ende. Und jetzt ist an euch die Kanaltypen. Ikudita Majorzek, den hier, der Schalke-Freak-Lotter, so lohnt sich zu abonnieren. Ich habe den Abo-Button. Dazu noch die Glocke aktivieren. Und wenn ihr dabei seid, könnt ihr Videos teilen. Und auch gleichzeitig irgendjemanden Werbung machen oder so, ist auch ganz schön. Die Videos zu liken, auch nicht schlecht. Vor allem nach so einem Spiel müssen wir mal liken und so. Und auch Laden machen. Und ja, und kommentieren wäre auch nicht schlecht und so. Deswegen sag ich schon mal jetzt tschüss. Und wir sehen uns dann in drei Wochen. Nächste Woche geht es dann nach Hertha. Da wird keine Leute einen greifen, Alter. Und dann ist der Leverkusen-Pause. Und danach kommt der KSVC hier. Also heißt, drei Wochen, erstmal Ruhe. Ich werde die Videos jetzt hochladen. Und hier sind jetzt in den drei Wochen gegen den KSVC und danach, in zwei Wochen später, hier gegen den ersten Zürich zum schönen Spiel hier. Bis dahin, sagt der Schalke Frequenzer 1999. Was sag ich hier mal? Achso, Peace out! Nochmal die Arena sehen, bisschen Rundgruppe mit Sonne und so. Das wird jetzt in dieser Zukunft auch nochmal ein Thema werden. Peace out, sagt der Schalke Freak 1999 und Glück auf!